Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Ich bin Martin von Eastside Breaks und ihr seid hier beim ersten Video meines Kanals gelandet. Wir schauen uns heute das modernste und schnittigste Schiff der Galaxis an. Das ist natürlich hier unsere Rogue Shadow Set Nummer 7672 von Lego. Das Set kam 2008 auf den Markt, also hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Damals musstet ihr 67,99 dafür hinlegen. Dabei sind 482 Teile und drei exklusive Minifiguren sowie ein ganz spezielles Teil. Ehe wir dazu kommen, aber nochmal ein kurzer Blick auf die Box. Wir haben das normale Boxdesign von 2008 mit Darth Vader in der rechten oberen Ecke, dem Set natürlich an sich, der Rogue Shadow. Und links unten sehen wir nochmal, wo das Ganze herkommt, nämlich aus dem Videogame Star Wars The Force Unleashed. So, schauen wir nochmal hier oben drauf. Da haben wir die drei exklusiven Minifiguren. Und die Rückseite, da sehen wir einige Spielfunktionen, zeige ich euch auch gleich noch. Und drei beworbene Sets noch aus der damaligen Welle. Anakin Starfighter, Hailfire Droid und Spider Droid. Und das unten müsste ein AT-AT Walker sein. Ihr habt zwei Anleitungen mit dabei. Das Set besteht, wie ihr sehen könnt, hier aus 8 Bauabschnitten. Ein kleiner Stickerbogen ist dabei. Der ist sogar noch unbenutzt bei mir. Ansonsten wirft die Anleitung keine Fragen auf. Das ist ganz normaler Lego-Standard. Gucken wir nochmal in Anleitung 2 hinten rein, was wir da eventuell in interessanten Werbungen finden. Aber hier haben wir auch nochmal die drei Sets wie auf der Rückseite von der Box und zwei Battle Packs. Ah, da wären gute Erinnerungen wach. Kommen wir mal zur Besatzung des Schiffs. Den Start macht hier Battlesguard Darth Vader. Er ist exklusiv in dem Set und hat einen echt coolen Torso-Print mit seiner zerstörten Rüstung da, wo die Kabel runterhängen bei seinem Bediendisplay. Man sieht seine Haut da an der linken Seite rauskommen, sein Helm absolut zerstört. Was Interessantes haben sie sich da auch für den Helm überlegt. Und zwar gibt es ja bei den neueren Darth Vadern den zweigeteilten Mold. Den hatten wir damals noch nicht, deswegen haben die das so gelöst, dass sie da einfach eine Taucherbrille genommen haben, die umgedreht haben. Und dann steckt man den Kopf wieder drauf und man hat sozusagen den zweigeteilten Kopf da auch dabei. Ist ja bei den neueren Darth Vadern so gemacht, dass ihr hier das Kopfteil abnehmen könnt. Und dann habt ihr noch unten dieses Teil, was sie eben hier so gelöst haben. Darth Vader kommt noch mit einem ganz normalen Helm. Hat jetzt leider keine Armbedruckung, Beinbedruckung und auch kein Print auf der Rückseite. Der nächste der Crew ist hier Galen Merrick oder Starkiller. Der geheime Schüler von Darth Vader. Auch er ist natürlich exklusiv in dem Set. Cool bei ihm ist auf jeden Fall der Torso-Print mit seiner zerfetzten Trainingskleidung hier, seinen Verletzungen, die er hat, die da bandagiert wurden, wo da sogar noch Blutspritzer drauf sind. Echt finster, gerade für Lego-Verhältnisse. Finster auch tatsächlich sein, eher minimalistisches Gesicht. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Gerade im Vergleich zu den beiden anderen Figuren ist das Gesicht doch eher mau. Ja, Galen Merrick hat jetzt keine Armbedruckung, keine Beinbedruckung und leider auch keine Rückbedruckung für sein Torso. Aber wie gesagt, die Vorderseite vom Torso gefällt mir halt schon echt gut. Last but not least haben wir hier Captain Juno Eclipse, die Pilotin der Rogue Shadow. Bei ihr haben wir quasi genau das Gegenteilige wie bei Starkiller. Also der Headprint
finde ich ganz okay. Aber der Torso-Print, der ist doch etwas merkwürdig. Ihr habt hier eine sehr tighte Hüfte, also eine sehr schmale Hüfte bei ihr. Was ja an sich jetzt nicht das große Problem ist. Aber wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel den Gürtel angucken, geht er über den Körper drüber. Und auch hier ihr Rangabzeichen geht halt über die Brust drüber. Und das sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus. Juno kommt auch mit einem Haarstück, was ihr noch wechseln könnt. Könnt ihr ja die Offiziersmütze noch abnehmen. Hat auch hier keine Beinarmbedruckung und auch keine Rückseitenbedruckung des Torsos. Alles in allem doch drei recht coole Figuren. Vor allem die Torso-Prints von Starkiller und Darth Vader gefallen mir echt gut. So, dann werfen wir doch einfach mal einen Blick auf das schnittige Schiffchen hier. Die Rogue Shadow ist ca. 35 cm lang, 30 cm breit und hier mit dem ausgeklappten Landegear ca. 18 cm hoch. Apropos Landegear bzw. Flügel, um das gute Schiff hier in den Flugmodus zu versetzen, klappt ihr hier unten einfach die Landefüße ein. Und dann geht ihr hinten hin, klappt das runter und dann habt ihr die Rogue Shadow im Flugmodus. Da können wir auch gleich mal zur Bewaffnung kommen. Wir haben hier auf der linken Seite ein verstecktes Fach. Da sind noch zwei versteckte Blaster drin. Weiter hinten, wenn wir da unten an dem kleinen Hebel drehen, kommen hier zwei versteckte Raketen raus. Die könnt ihr auch abschießen und spielen, dass die dadurch im Weltraum fliegen und eure Gegner abballern. Kann natürlich auch wieder eingeklappt werden. Und am besten, lasst mich das gute Schiff mal drehen, auf der anderen Seite habt ihr hier den kleinen Hebel. Und wenn ihr den betätigt, kommt hier so eine richtig fette Wumme raus. Und gegen die hat selbst Darth Vader keine Chance. Außer man trifft nicht. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Und... ja, da hat's geklappt. Sehr schön. Werfen wir doch nochmal einen Blick hier ins Cockpit rein. Und da sehen wir, sehr kuschelig da drin. Es passen rein theoretisch alle drei Figuren rein. Das Problem ist nur, dann geht das Cockpit nicht mehr zu. Also das ist ein klarer Negativpunkt. Ihr könnt nicht alle drei Figuren in das Schiff reinpacken und es schließen, das ist doch eher traurig. Ebenso traurig ist das Cockpit an sich. Ihr habt ja diesen roten Bedienhebel, aber ansonsten sieht man da auch die Technikkonstruktion noch durch, keine Prints oder Sticker als zusätzliche Deko-Elemente. Das ist schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Da können die neueren Schiffe auf jeden Fall mehr. Ja, Leute, kommen wir mal zum abschließenden Fazit hier. Mir gefällt das Set echt gut, da ich ja auch ein großer Freund der beiden Force Unleashed Spiele bin, konnte ich da einfach nicht anders, um mir das Set zu kaufen. Gleichzeitig war es auch eines der ersten Sets, das ich mir nach der langen Lego-Pause, die ich hatte, wieder zugelegt habe. Das Set ist jetzt nicht das schönste Display-Modell, was man sich holen kann. Und vor allem im Innenraum hätte man da noch ein bisschen mehr Liebe mit reinstecken müssen. Dafür gibt es ja aber die drei coolen Minifiguren. Und ihr habt ein paar ganz nette Spielfeatures dabei. Mit den drehbaren Flügeln und natürlich der dicken Kanone. In Zukunft würde ich mir schon wünschen, dass Lego mal ein paar mehr Sets basierend auf Videospielen bringt. Nicht nur auf ihrer originalen Trilogie da. Aber ja, wir werden sehen, was die Zukunft zeigt und bringt.
Wenn ihr jetzt Bock auf das Set habt, dann kriegt ihr das gebraucht, zum Teil schon recht günstig. Zwischen 60 und 70 Euro müsste da der Preis liegen, wenn ihr mit Verpackung, allen Figuren und allen Teilen das Ganze euch zulegen wollt. Und ja gut, wenn ihr das Teil neu haben wollt, verschweißt mit den Originalsiegeln dran, dann sind wir aktuell da gerade bei 200 Euro. Also auch da, die Zeit hat zugeschlagen. Der Preis ist echt hochgegangen. Damit sind wir also auch beim Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, haut rein!